Letzter Redner ist nun der Kollege Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Also gerade im Kontext des heutigen Tages eine ganze Reihe von namentlichen Abstimmungen, die sich mit der Frage Frieden in der Welt, was kann unser Beitrag sein, damit wir an anderer Stelle gerade im Ausland zu einer Befriedung beitragen. Da macht sich jeder in diesem Haus nicht leicht, wenn er hier namentlich abstimmt, wie ein Kanonenschlag am Ende ein solcher Antrag auch noch unter dem tatsächlich sehr problematischen Titel den Frieden befördern. Alles andere ist leider Gottes der Fall. Ich glaube, wir haben schon einiges gehört. Es ist der größte Fehler, der sich hinter diesem Antrag der Linken verbindet, sicherlich das Simplifizieren auch des Sachverhaltes. Dieses ganz Schräge und immer den Versuch zu machen, es möglichst irgendwie zu verschleiern und hineinzugeben, in dem höchst unterschiedliche Dinge und wirklich auch absolut nicht mehr zu vergleichende Einzeltaten einfach über einen halt leider Gottes in diesem Zusammenhang sehr, sehr groben Kamm geschoren werden. Das bedeutet am Ende, dass man, glaube ich, niemandem mehr gerecht wird. Nicht demjenigen, der wirklich aus in erster Linie politischen Motiven auch in Israel inhaftiert wird, weil er gleichgestellt wird und gleichgezogen wird mit demjenigen, vor dem man auch wirklich, was das Existenzrecht anbetrifft, Sorge haben muss. Es werden alle über einen Kamm geschoren, egal aus welcher Richtung und egal wohin. Und ich glaube, dass wir deutlich machen können, dass es einfach sicherlich durch diesen Antrag, das ist ein Beweis, gar kein wirkliches Interesse gibt, diesen Frieden an der Stelle in irgendeiner Art und Weise zu befördern. Es kommt kein Wort dazu vor, dass es sowas, um etwas geht wie das Existenzrecht des Staates Israel. Es geht um keinem Wort um Sicherheitsinteressen. Und es geht mit keinem Wort um die Tatsache, dass auch Menschen mit durchaus nicht vernachlässigbaren Straftaten etwas damit zu tun haben, dass tatsächlich dort Dinge vorzufinden sind, wo es um die Freilassung geht, bei denen wir wirklich terroristische Hintergründe befürchten müssen. So können wir sicherlich dieses Thema nicht anpacken. Und ich glaube, dass es ein Hohn wäre, wenn wir unter dem Titel den Frieden befördern, genau das tun, was den Frieden in diesem Landstrich gefährdet, nämlich das Freilassen von Menschen, die am nächsten Tag auch wieder in einer Art und Weise gegen den Staat Israel vorgehen könnten. Ich glaube, mit diesem Antrag befördern Sie nicht den Frieden, Sie befördern allenfalls die deutsche Außenpolitik ins Abseits. Das ist der einzige Weg, der geht. Da würde ich sagen, da könnte WikiLeaks nur von träumen. Aber ich muss ehrlich sagen, das, was an Katastrophe damit vorbereitet werden könnte, ist vielleicht genau die Absicht dieses Antrages. Das bleibt zumindest bestehen. Es geht auch nicht darum, und ich glaube, wir haben darauf hingewiesen in unserem Antrag, den wir gemeinschaftlich vorbereitet haben, die Ereignisse um die Gaza-Flottille, dass es eben auch darum geht, einen Gefangenenaustausch vorzubereiten. Auch das ist schon angesprochen worden. Die israelische Regierung steht, glaube ich, mehr als unter Druck in dieser Hinsicht. Geradezu infam wird es natürlich dann, wenn genau in einem Andeutungsstil unterstellt wird, nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen sollen Menschenrechtsverletzungen unterbleiben. Da wird auch über einen Kamm geschoren. Hier wird quasi, wäre Folter an der Tagesordnung. Es wird suggeriert, dass man da in einer Übersteigerung als Mahner auftritt. Und ich glaube, auch an dieser Stelle muss man immer noch sagen, dass Israel tatsächlich immer noch das einzige nach unseren Maßstäben vorhandene rechtsstaatliche Prinzip tatsächlich durchsetzen kann, dass es die Möglichkeiten gibt, dort auch rechtsstaatlich zu arbeiten und sich zur Wehr zu setzen. Vielleicht nicht ausreichend in jedem Fall, aber diese Möglichkeit besteht. Davon könnten sich andere Länder, die im Fokus dieser sicherheitstheoretischen und sicherheitspolitischen Problematik stehen, vielleicht noch eines abschneiden. Aber ich glaube, auch darum geht es Ihnen in Wahrheit wirklich nicht. Es geht darum, und dazu kann ich an dieser Stelle vielleicht sogar am Ende dieses Tages wirklich nur auffordern, dass die Linke in Deutschland eine längst überfällige Klärung herbeiführt, und zwar zum Thema ihres Verhältnisses zum Staat Israel. Es ist immer noch nicht geleistet, diese Klärung. Es ist immer noch nicht geleistet, dass es eine fortwährende Prägung auch ihrer Organisation gibt, die immer noch aus der Frage Antizionismus und Antisemitismus der DDR rührt. Von dieser Vergangenheit haben Sie sich immer noch nicht verabschiedet. Es ist bekannt, dass gerade die DDR als einziger Staat damals im Warschauer Pakt keine Beziehungen zu Israel aufgenommen hat. Man wollte sich dort jahrelang
nicht zur Frage tatsächlich auch der Verantwortung von Judenvernichtung im NS-Regime bekennen. Das ist etwas, was man aufarbeiten muss, und es wäre Ihre Pflicht, genau das an dieser Stelle zu tun. Broder hat schon gesagt, dass dieser Antizionismus getarnter Antisemitismus ist, und es geht darum, dass man dieses Schüren von Ressentiments, und das müssen Sie sich vorhalten lassen, dieses Schüren von Ressentiments kann letztendlich auch genau in die falsche Richtung führen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese reinen Lippenbekenntnisse, die mal zum Existenzrecht des Staates Israel geäußert werden, aber leider Gottes nicht in der Lage sind, auch etwas zu tun, was man eben tun müsste. Deutlich zu machen, dass man das Einhalten von rechtsstaatlichen Prinzipien fordern kann, ohne auf der anderen Seite antisemitische Ressentiments zu bedienen. Und ich will deshalb deutlich machen, bitte. Vielleicht war der Ansatz dieses Antrages nicht unbedingt der antisemitische Gedanke, aber Herr Kollege, denken Sie an die Redezeit. Ich komme mit meinem letzten Satz zum Ende. Aber vielleicht kann und soll er auch genau das erzeugen. Und ich kann nur bitten, werden Sie mit so etwas nicht zum Katalysator für antisemitische Reaktionen, egal von welcher Seite, von links oder von rechts. Vielen Dank.